Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Heute spiele ich mal als Überlebender. Es hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Mir ist aufgefallen, dass ich sehr, sehr, sehr lange, schon fast, glaube ich, einen Monat keine Dead by Daylight Folge hochgeladen habe. Für alle, die mich natürlich für Dead by Daylight abonniert haben und gerne auch Dead by Daylight Folgen sehen wollen, muss ich sagen, muss mich dafür ein bisschen entschuldigen, würde ich fast sagen, dass so lange keine Folge kam, aber ich werde dieses Format nicht regelmäßig jetzt auf meinem Kanal einführen. Immer dann, wenn ich mal Lust habe. Und in letzter Zeit hatte ich nicht so große Lust, Dead by Daylight zu spielen. Aber ich habe heute mal wieder Lust, ein paar Runden zu spielen. Von daher mal gucken, ob sich eine gute findet, die dann auf meinen Kanal kommt. Mich jetzt nicht. Er hat mich gesehen! Oh mein Gott. Da ist natürlich auch gleich der Keller. Er hat mich tatsächlich nicht in diesem Gebüsch gesehen. Oh mein Gott. Ich glaube, ich hock mich mal schnell in den Keller und ja, ich glaube, ich hoffe, dass er den jetzt nicht zum Keller trägt. Ich befürchte irgendwie, dass er das machen wird. Nein, hat er nicht. Wo hat er denn den Aufgang? Ah, da hinten. Okay. Ah, oh, Taschenlampe. Warum eine Taschenlampe, ey? Sowas brauche ich doch überhaupt nicht. Oh, warum hat er so viel Leben schon verloren? Ich glaube, der hat sich versucht zu befreien. Hä? Wirklich? Der hat sich aber auch richtig blöd dahingelegt. Ich glaube, ich komme weg. Ah, oh nein, er ist direkt hinter mir noch. Ich hoffe, dass die anderen jetzt in der Zeit wegkrabbeln, sonst kann ich denen dann später auch nicht helfen. Die bleiben da einfach liegen. Das ist denen ihr Ernst? Ja, da kann ich denen nicht helfen. Ja, ich habe das Gefühl, das waren totale Anfänger. Hat den Generator mal. Oh shit. Gut, ich kann mal versuchen, dem noch zu helfen, der da jetzt auf dem Boden liegt. Na, das wird aber auch. Ich glaube, er hat mich gesehen. Ja, er hat mich gesehen. Sad. Na, es funktioniert einfach nicht. Heil mich. Heil mich. Jawohl.
Achso, ich gehe dann gleich zu dem Generator hier hinten, würde ich sagen. Ich weiß ja, der andere ist so gut wie fertig. Oh, hier ist noch eine Kiste. Oh Gott, er hat kurz vor mir aufgehört. So eine verdammte Kacke. Ah, natürlich sieht er mich. Verdammt. Da ist noch ein Haken, da muss ich aufpassen. Oh shit, das war... Ah nee, man kann ja hier nicht mehr hoch, glaube ich. Oh je, ich will noch nicht sterben. Ich hoffe, dass ich dem anderen dadurch ein bisschen Zeit verschaffe. Hat er mich verloren? Ja, ich glaube schon. Oh ja, oh ja, oh ja. Wo war jetzt mein Generator, den ich hier... Ich glaube, das war der. Jawohl. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl, der ist so gut wie fertig. Ah, den natürlich den Super Checkpoint nicht geschafft. Schon wieder nicht, aber das ist egal. Okay, er steht genau auf der anderen Seite. Kommt er zu mir? Nee, er kommt nicht zu mir, okay. Doch, den kriege ich, das kriege ich auf, jawohl. Frag mich, ob sie den anderen aufkriegt. Komm zu mir. Okay, ich muss hier raus, sonst sterbe ich gleich. Puh. Das war knapp. Das war wirklich knapp gerade eben. So, mal noch kurz zuschauen, ob... Jawohl. LSD ist auch rausgekommen. Das war eine aufregende Runde, muss ich ehrlich sagen. Die zwei, ich weiß nicht, die zwei haben irgendwie nicht so ganz gewusst, was sie tun sollen. Naja, es war auf jeden Fall eine schöne Runde. Ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.